Hallo und herzlich willkommen bei Virtues und einer neuen Folge Anno 1800. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, letzte Folge haben wir ja hier den Bereich angefangen, wo unsere Züge sich auf den Weg machen quasi und der Tankzeug ankommt etc. etc. Den haben wir hier schon eingebunden. Das sieht alles ganz schick aus. Jetzt müssen wir uns natürlich weiter hier um diesen Fleck kümmern. Ich habe immer noch keinen Schimmer, wie ich anfangen soll. Wie gesagt, hier sieht alles katastrophal aus. Aber das ändern wir. Also dranbleiben. Mauer haben wir ja schon mal. Und hier der Bereich ist ja quasi auch optimal, quasi schon fast gefüllt. Jetzt geht es darum, dass wir das hier schick machen. Ein paar Wege wegruppen. Und auch hier müssen wir natürlich ordentlich wieder schieben. Wie geht der Weg dann so? Ne? Ich das jetzt richtig sehe. Und hier habe ich den ja ein bisschen breiter gemacht. Ist ja nicht schlimm. Wenn das jetzt erstmal so ist. Okay, wir fangen aber hier an. Jetzt sind sie ja erstmal eine schöne Reihe durch. Hier muss ja keiner lang im Endeffekt. Zuziehen. Den hier hinten könnte man lassen, oder wir gehen sogar noch mal einen rüber. Das, was ich meine, also dass der nicht direkt an der Straße ist, ist jetzt auch nicht so schlimm. Quasi so einen kleinen Lernbereich. Man muss ja sowieso wahrscheinlich alles irgendwie ein bisschen ummurscheln. Prinzipiell will ich das eigentlich so haben, dass die dann hier hinkommen wieder. Jetzt gehen wir zur Seite damit. Natürlich oft die richtige Höhe müsste dann wirklich hier sein. Das natürlich auch richtig angeschlossen ist alles. Der Weg soll dann da lang. Genau, so. So können wir ja mal starten. Weg damit. War doch drei, ne? Ja, sieht gut aus. Genau, eine Häuserlänge. Dann 2, 3, 4. Wie haben wir hier gesetzt? 1, 2, 3, 4. Aber was muss er? Funktioniert auch nicht. 6. Machen wir mal ein paar mehr. Ich weiß nicht, wohin damit. Oh, erstmal weg am besten. Jawohl. Nein. So.
irgendwie mal so gucken. Dann sieht das hier gar nicht so schlecht aus. Den in der Mitte so lassen. So halbwegs. Lassen sie hochleben. Das finde ich gut, obwohl ich den hier die Hütten vor der Nase wegreiße. So, jetzt muss ich nämlich hier wieder den richtigen Punkt erwischen. Wo wir ansetzen. Und der war schon falsch. Du kommst weg. Einer oben. Wir können die Bahn dann quasi auch tiefer setzen. Ist ja nicht so schlimm. Ja, ich weiß, ihr habt gerade keine Hütten. Die Menschen lassen sie hochleben. Ich setze mir hier einfach so eine Straße an. Wo ich den Überschuss erstmal so hinstellen kann. Die Map ist ja, also die Insel ist ja noch groß genug. Dass wir hier in Ruhe bauen können eigentlich. Oh, zack. So einen Anfangsstand hier zumindest hinkriegen. Also die soll hier runter, der soll hier hoch. Weg. Wir wissen, wo wir hier hinwollen. Oh, und die anderen sind erfüllt. Das ist ja nämlich auch schon Fehler drin. Das liebe ich ja so. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, dass wir die erstmal auf die Seite geballert haben. Hier den Wald zu bauen. Die Feierlichkeiten sind beendet. Ich habe ja mehr als genug Punkte. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, das liegt jetzt aber nicht an mir, sondern an der Feier. Das wollen wir mal klarstellen. Bin ich mal gespannt, wie die nächsten Updates rauskommen. So ewig groß angekündigt und irgendwie kommt da nichts. Ich habe da auch nicht mehr auf dem Plan. Ich glaube Oktober, ne? Ich will aber auch nicht lügen. Okay, der ist dann so. Street. Die Feierlichkeiten sind beendet. Du bist falsch. Die Attraktivität.
Attraktivität ihrer Stadt. Ich schaue, hier in der Mitte dann genau irgendwie noch das Rathaus hin. Das muss ja auch noch Platz finden. Ich muss ein paar Punkte rausziehen können. Schick den nur daher. Ein bisschen muss ja sein. Also. Ein Haus ohne Fahrschein. So. Da oben, daran. Hier rüber. So. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Würde ich jetzt behaupten. Ja, hier die Häuser müssen quasi auch noch raus. Schon Platz. Straße frei. So. So ist so der grobe Plan. Jetzt gucken wir mal, ob wir da noch irgendwo ein Dings reinbekommen. Hier. Das heißt, müssen noch mehr Häuser weichen. Es mangelt an Arbeitskraft. Das könnte man natürlich machen. So. Zum Glück sind sie gute Schwimmer. Ich glaube, Vater hätte dich genommen. So. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Das geht, würde ich behaupten. Die Waffenruhe wurde beendet. Wer bist du? Aber mal mitnehmen. Schiff unter Beschuss. Die üblichen Verdächtigen rein und das passt. So ein bisschen ausdekorieren, damit das auch hübsch ist. Die passen natürlich genau nicht mehr mit rein, aber halb so wild. Diesmal setzen wir halt auch Eingänge hin. Schiff unter Beschuss. Zack. Eine schöne Blumenwiese dazwischen am besten. Gucken wir hier, glaube ich, ne? So. Ja, doch, ich glaube, das sieht gut aus. Laubbäume links und rechts. Kann uns das nämlich ganz hier einfach mal kopieren.
an, da fehlt noch ein Haus. Hab ja genug hier rumstehen. Mit solchen Kapriolen habe ich damals angefangen. Geht eigentlich klar, oder? Schöne kleine, kleiner Stadtkern. Keiner will das machen. Ist auch zu öde. Oh ja, hier müssen wir noch mal ran. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Auch noch mal. So, wo sind denn welche angekommen? Was Gutes wenigstens. Nehmen wir mal mit. Doch, ich glaube, das gefällt mir ganz gut so. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Das ganze Ding am besten jetzt hier nochmal hinkopieren. Ich habe aber wieder viel zu viele Häuser. Deswegen wäre es vielleicht optimal, wenn wir erstmal die Bahn hier rüberziehen würden. Ist das hier noch irgendwie auf dem Tisch? Ich habe wirklich eine Fahrtrichtung fürs Erste. Ja, und da ist ein Problem. Okay, kein Problem. Ich bin flexibel. Der kommt hier nicht rüber. Ich trotzdem eine Zweierspur. Müssen wir uns ja ein bisschen an die Gegebenheiten anpassen. So. Könnte man rein theoretisch hier wieder weitermachen? Ich glaube, da werde ich auch so ansetzen. Erstmals. Oh ja, ich brauche auch noch den Dings. Fällt mir gerade mal ein. Die Bank. Es mangelt an Arbeitskraft. Wohl das eine und die ist weit genug dran. Okay. Ja, dann auch noch da oben. Okay. Kriegen wir aber alles hin. Ich sehe jetzt auch noch gerade, dass mein
Saft alle meine Zeit ausgelaufen ist. Zack. Kurz mal so. Dann kommt er genau hier ran. Sehr gut. Damit. Da kommen wir mal hier noch schnell ein bisschen Harakiri-mäßig hin. Gucken, wie weit wir kommen. Ich dachte, du wärst ein falsches Gebäude. Ich verliere langsam. Das kommt dir langsam aber gut an. Das finde ich gut. Nee, gefällt mir ganz gut. Muss ich gestehen. So, erstmal hier auf die Seite. Dann kann das hier nicht alles weg. An Streets. Und theoretisch müsste ich das jetzt hier nur mal probieren. Bringen. So. Nee, Quatsch. Zack. Zack. So rein praktisch gesehen halt nur. Auch weg. Ich bin zuversichtlich, dass wir es allein, jetzt haben. Dass wir das hier jetzt schon so gedeichselt bekommen haben. Schon eine ganze Ecke weiter. Und ich habe mal wieder keine Dings übrig. Okay. Jetzt hier die ganze Zeit los. Ihr Hafen wird angegriffen. Und fährst du direkt hier dran vorbei. Ah ne, das ist meine normale Insel. Hm, egal. Juli, haben wir erstmal soweit geschafft. Der Anfang ist gemacht und es sieht, glaube ich, nicht schlecht aus. Würde ich jetzt behaupten. Deswegen sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt der Bereich hier auch so wie mir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.